Schönen guten Abend, hier ist wieder der Patrick. Wir befinden uns beim zweiten Teil des Abbruchs des Portals. Und wie man sieht, macht das Ganze die Firma Schraubfeil. Und deshalb haben wir heute Peter dabei. Ja, schönen guten Abend. Peter, erklär mal, was genau macht ihr jetzt? Ja, also wir reißen derzeit mit zwei großen Kettenbaggern das Portal ab. Hangseitig haben wir einen 325 Kurzsteckbagger eingesetzt, aus Platzgründen. Und ladenseitig ein 330er mit langem Heck. Also wir sind derzeit mit Stemmhämmern, mit Felszähnen und so den Sandstein am Unterreißen und hoffen, dass wir auch diese Nacht das Portal zum Liegen bringen. Und was macht ihr mit dem ganzen Material? Das Material, sag ich mal, vom Portal ist auch schon beprobt. Das wird auf das Zwischenlager gefahren und wird dann dort tagsüber wieder verladen und dann halt in die Kippe gefahren. Unabhängig vom Abriss vom Portal, was macht ihr sonst noch auf der BE? Ja gut, und also wir sind seitens der AGE damit betreut, die komplette Baustelleneinrichtung herzustellen. Oder wir haben zum Beispiel anfangs die Rampe, dass man hier an die Lahn runterkommt, mit einem Trägerbohlverbau erstellt, um die Zufahrt zu erleichtern. Bauen halt die ganzen Baustelleneinrichtungen und sind quasi für das ganze Abfuhrkonzept von den Bodenmassen betreut. Das hört sich doch schon mal gut an. Vielen Dank und gutes Gelingen weiterhin. Dankeschön. Nachdem das ganze Portal jetzt abgerissen ist, Peter, wie geht's weiter? Ja, wenn wir das Portal weggerissen haben, dann fangen wir an, die offene Bauweise zurückzubauen. Das sieht dann so aus, dass wir parallel auf beiden Seiten 4,50 Meter Abschläge machen werden, das dann abbrechen. Dann muss die Felssicherung, die Hangsicherung den Fels sichern. Und wenn das alles passiert ist, gehen wir wieder ein Stück weiter vor. Und so arbeiten wir uns quasi bis an die Anschlagswand. Und dann nachher noch mal einen kompletten Arbeitsschritt zurück, weil unten sind ja noch die Fußfunkanker gebohrt. So tief können wir jetzt noch nicht ausschaffen, weil da ja auch die Schutzeinhausung dran hängt. Also werden wir uns jetzt bis zur Anschlagswand mal, sage ich mal, so 1,50 Meter höher durcharbeiten und dann als letzten Step dann zurück alles noch mal wegholen, sichern und dann könnt ihr mit eurem Vortrieb beginnen. Das hört sich spannend an. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Jawohl, danke schön, bis zum nächsten Mal. Waiting for sunshine.